Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Wir lesen in der Bibel: Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Hallo, hier spricht Magdalena Grönig aus Grünstadt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir keine Entscheidungen treffen müssen. Dabei gibt es häufig diese Spannung zwischen den harten, oft brutalen Fakten des Lebens und unserem Versuch, Jesus nachzufolgen und wie Christen zu leben. Einerseits heißt es im Alten Testament, wir sollen uns die Welt untertan machen, was ja wohl bedeutet, dass wir die Welt und ihre Möglichkeiten nutzen und gestalten sollen. Andererseits schreibt Paulus im Philipperbrief: Unsere Heimat aber ist im Himmel. Wir sind also nur Gast auf Erden. Und vielleicht hilft es, wenn wir uns tatsächlich wie Gäste verhalten. Wenn wir uns an den Gaben der Welt bedienen, uns dabei aber immer nur so viel nehmen, wie wir tatsächlich im Augenblick brauchen und uns dafür dann auch bedanken. Wenn wir bei unseren Entscheidungen auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen. Das kann ganz banal sein, indem wir fair gehandelte Waren denen vorziehen, die aus Quellen stammen, die die Erzeuger ausbeuten. Seien es Kleidungsstücke oder Kaffeebohnen. Wir können zum Einkaufen fahren oder laufen. Wir können auf unsere Nachbarn und Bekannten achten und ihnen helfen, wenn dies nötig ist. Oder wir können wegsehen. Wir müssen uns entscheiden. Aber es geht auch um ganz Grundsätzliches. Wir können vor uns hinleben oder Position beziehen, wenn wir wahrnehmen, dass andere ausgeschlossen, an den Rand gedrängt oder benachteiligt werden. Entscheidungen sind gefordert. So wie bei Levi. Beten wir mit dem Psalmisten. Handle an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort beachten. Öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder deiner Weisung. Ich bin nur Gast auf Erden. Verbirg mir nicht deine Gebote, halte mich fern vom Weg der Lüge. Begnade mich mit deiner Weisung. Ich wähle den Weg der Treue. Deine Entscheide stelle ich mir vor Augen. An deinen Zeugnissen halte ich mich fest. Lass mich nicht zu Schanden werden, Herr. Ich will laufen den Weg deiner Gebote, denn mein Herz machst du weit. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.